Herzlich willkommen zurück zu Anno 2070. Im letzten Part haben wir uns um die Uranbeförderung oder Urangewinnung uns gekümmert. Und ja, am Ende ja, hat noch Father angekündigt, dass er zu uns kommen wird und uns angreifen wird. Und dann außerdem haben wir noch diese Mission bekommen, obwohl wir schon zwei da... Irgendwie kam, ich sag's mal so, diese Mission kam viel zu spät. Wir haben schon die Chopper, die Flugzeuge besiegt und die U-Boote auch zerstört. Und wir müssen nur noch Mr. Son das Kommando über die Kriegsflotte geben. Und zwar drei Kolossuses. Genau. Und dazu brauchen wir halt eine ganze Menge schwere Waffen und da sind wir momentan dabei, die herzustellen. Genau. So, wir haben ja hier schon 10 Tonnen. 10 Tonnen ist schon mal sehr, sehr gut. Und ja, auch 5 Schiffseinheiten kostet ein so ein Schiff. Also das ist eine ganze, ganze Menge. Und ja, da oben sind ganz schön viele Aktivitäten. Aber das ist alles Mr. Strindberg. Genau. Solange nicht Father hier vorbeikommt. Und wenn, wir haben sowieso eine gute Flotte. Also ja, wir haben, wenn ich hier mal so mal mache, wir haben 3 Kommandoschiffe. Na gut, hier momentan 2. Ein Kommandoschiff ist noch bei unserer Insel da oben. 2 Hovercrafts und 2 Viper. Genau. So. Das Kommandoschiff, das kann... Ne, das bleibt noch hier. Das bleibt noch hier, genau. So. Was ist denn das da? Ach, das ist Jana. Will, dass ich hier mal nach dem Rechten sehe. Ist in Ordnung. Ist vollkommen in Ordnung. So. Hier. Ach, keine Kohle wird mehr. Das brauche ich sowieso jetzt hier nicht. Aber unsere Bilanz hat sich jetzt momentan extrem verschlechtert. Zwar immer noch plus 200, aber. Ja. So, hier sieht es eigentlich auch alles ganz gut. Und wir haben einige Krankenhäuser hergestellt. Null Prozent, ja. Eigentlich reicht eins aus. Genau, genau. So. Und dann haben wir jetzt so 15 Tonnen schwere Waffen. Noch nicht, aber gleich. Dann liefere ich die 15 Tonnen Waffen schon mal hier hin. So dass ich das erste große Kriegsschiff bauen kann. Und dann sehen wir mal weiter. Dann sehen wir mal weiter. Hier wird auch Eisen geliefert zu dieser Insel, sodass die schweren Waffen auch wirklich produziert werden. Wie viel Eisen haben wir momentan hier? 24 Tonnen. Ja, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. So, gleich, ja, jetzt haben wir hier 15 Tonnen schwere Waffen. Die liefere ich jetzt hier hin. Alarm. Explosion registriert. Position, Uranmine. Potenzielle Ursache, Sabotage. Was? Sabotage? Aber, welche? Die da? Nein, Uranmine. Da. Einfach kaputt gemacht. Das ist ja unfair. Aber Sabotage? Wer sabotiert uns? Können wir wohl jetzt noch nichts machen. Auf jeden Fall muss ich hier mal ein bisschen Beton auf das Schiff laden. 10 Tonnen ruhig mal. Dann werde ich mir eine neue Uranmine machen. Ganz einfach. Und hier werde ich erstmal den ersten Kolossus herstellen. 2,5 Minuten dauert das, bis es hergestellt wurde und kostet 5500 Credits. Das ist eine ganze, ganze Menge. Und ja. So. Dann. Beton ist hier. Und dann eine Uranmine. Nicht genügend brauchen wir. Ach, eine Tonne Werkzeuge. Ihr wollt mich doch wohl verarschen. Dann wieder zurück, liebe Schiff. So. Was kann man eigentlich hier? Ein Atomkraftwerk. Plus 500 Energie. Aber auch minus 100 Ökobilanz. Ach du heilige Scheiße. Aber ein Atomkraftwerk brauchen wir auf jeden Fall nicht. Nee. Auf jeden Fall brauchen wir es nicht. So. Dann hier mal bitte ein paar Werkzeuge. Hier 10 Tonnen. Wir haben ja die Werkzeuge. Also. So.
Kann man noch irgendwo schwere Waffen einkaufen? Das wäre natürlich auch ganz gut. Hier nicht. Nee, auch nicht. 252 Credits pro Tonne kauft er das ab. Das ist wirklich eine ganze Menge. Und das wäre auch teuer gewesen, wenn man das irgendwo kaufen könnte. Kann man aber nicht. So, mal hier draufladen und dann eine neue Uranmine herstellen. So. Dann kann das Schiff eigentlich wieder zurück. Und wie lange noch, bis es fertiggestellt ist? 50 Sekunden noch. Okay. Okay. So, meine Hoffnung ist nämlich auch, dass ich, sobald dieser Kolossus hergestellt wurde und ich das mit der Thorn gebe, dass das Kommando gleich mit der Thorn übergeben wird. Das wäre richtig gut. Dann habe ich wieder die Schiffseinheiten frei und kann das nächste dann herstellen, wenn ich genügend schwere Waffen Mayday, dafür habe. Wir werden angegriffen. Das Schiff wurde bereits mehrfach getroffen. Die Tanks sind leckgeschlagen und Öl tritt aus. Ach du heilige Scheiße. So. Wir müssen da unten. So, Flotte. Ölpest bedroht ihre Insel. Ökobilanz, Werte Ach fallen. Ach du, nein. Bitte nicht. So, ganz schnell unterwegs sein. Hier, Viper, Drohne raus. Und du auch Drohne raus. So. So, vernichten Sie den Angreifer und beliefern Sie das markierte Schiff mit folgenden Waren. Genau. 20 Tonnen Werkzeug und 20 Tonnen Holz. Das habe ich auf jeden Fall. 20 Tonnen Werkzeug, 20 Tonnen Werkzeug und 20 Tonnen Holz. Wo ist Holz? Holz. Warnung. Produktion gestoppt. So, hier ist ein harter Kampf. Aber dieses Schiff hat keine Chance. So. Irgendwas fallen gelassen? Leider nicht. Okay. Dann wird diese Flotte jetzt wieder zurückfahren. Und das andere Schiff ist ja unterwegs, um die Sachen zu holen. So, was wollte ich eben noch? Und was habe ich eben so im Hinterkopf gehabt? Ach stimmt, ja, das eine Schiff wurde hier fertiggestellt. Das ist der Kolossus und kann die Wasserbombe detoniert unter der Wasseroberfläche und verursacht im Explosionsradius erheblichen Schaden. Effektiv gegen U-Boot-Verbände. Wow. Das ist ja cool. So, das Kommandoschiff ist gleich da mit den nötigen Waren. Und das Problem ist Ölpest. Eine Ölpest. Eine Ölpest kann ich gar nicht gebrauchen hier, weil die Produktion sinkt jetzt hier auf 50%. Minus 546. Und das kann ich eigentlich gar nicht, überhaupt nicht gebrauchen. Fragen, ob Sie, ja? Das war ja wirklich Mr. Strindberg. Und ich Was? Dachte immer, er wäre ein Verbündeter der Firma. Mr. Strindberg war das. Ich verabscheue Illoyalität. Strindberg wird sich für sein Vergehen verantworten. Bringen Sie mir den Verräter. Auf der Stelle. Also richtig. So, übernehmen Sie Mr. Thorns. Also übernehmen Sie Sir Strindbergs Insel, indem Sie das markierte Konto selektieren. Ja, mache ich gleich. Ich werde kurz das Kommandoschiff hier mal zurückbringen. Und ja, was mache ich gegen die Ölpest? Nix momentan. So. Neue Bevölkerungsgruppe erfasst. Ich gebe Ihnen Gelegenheit, Ihre Loyalität unter Beweis zu stellen. Machen Sie es kurz. So, wir müssen Mr. Strindberg suchen. Wir suchen Mr. Strindberg. Der muss hier irgendwo auf der Insel sein. Genau. Nicht sein, sondern sein. Aber ich finde ihn gerade nicht. Ist doch die Mission, genau. Ich wollte auch mal hier mal schauen bei den Items. Gibt es hier irgendwas gegen Ölpest? Leider nicht. Die Firma nicht so erwartet Ergebnisse. Auch nicht gerade das Wahre. Na gut. Ja, wir haben jetzt das hier alles übernommen und ja, es ist eine ganze Bevölkerungsgruppe, sage ich mal. Das kann ich alles hier nicht gebrauchen. Egal. Erstmal suche ich hier Mr. Strindberg. Das Schiff, das kann ja eigentlich gleich zu dieser Insel hin. Ja, die haben halt jetzt hier nicht keinen Lifestyle und so weiter und so fort. Ist mir jetzt aber auch egal. So, Mr. Strindberg, wo sind Sie?
ganze Insel absch. Da ist er, da ist er. So. Und Strindberg zu Mr. Thorns Arsch bringen. Genau. Das Schiff ist hier schon unterwegs. Achtung, Bevölkerung verlässt die Stadt. Ist nicht so schlimm. Das ist ja nur diese Insel und die habe ich einfach mal so eben übernommen. So, Items, und zwar hier Strindberg. Und den zu Mr. Thorns Arsch bringen. So, dann alles, was ich jetzt hier nicht brauche, reiße ich dann ab. Hier, Rohöl. Brauche ich alles nicht. Was ist das hier auch? Rohöl zu Öl. Ah ja, das da und das ist hier alles nur Rohöl wird da abgefarmt. Was ist das hier? Das haben ist ein Hafenwirt. Laufen ja zu Höchstform aus. Wow, 30 Tonnen schwere Waffen haben wir bekommen. Genial. Hat sich als herbe Enttäuschung entpuppt. Aber das wird sein letzter Sabotageversuch bleiben, das garantiere ich Ihnen. Moment, wir haben ja jetzt da Einwohner dazu bekommen. Das heißt, wir können jetzt... Ah, ist doch eigentlich ganz gut. Das ist doch eigentlich ganz gut. Weil je mehr Einwohner, desto... mehr Schiffseinheiten. Ich kann hier das nächste bauen. Hier mal schnell draufladen. Und hier. So. Ah, jetzt fehlen aber wieder die Schiffseinheiten. Mist. Ich brauche Spirituosen, glaube ich. Was für mich tun können, wer denn dann? Die Frage. Spirituosen brauche ich. Ich habe hier auch nur 10 Tonnen. Ah, doof. Ich habe da auch nur noch 10 Tonnen. Was gibt's denn hier alles? Was wird denn hier alles hergestellt? Nichts so Besonderes. Auf jeden Fall keine Spirituosen. Das ist auf jeden Fall klar. Ah, das war eben eine einmalige Chance. Nochmal. Ach, Moment, das wird jetzt hergestellt. Oh, ist ja auch ganz gut. Aber ich werde dann trotzdem hier alles abreißen. Wenn, dann werde ich die Einwohner hier ansiedeln lassen, denke ich. Ich denke mal ja. Das ist jetzt hier Spirituosen. Achso, weil hier halt die Ölpest ist. Ah, natürlich. Wegen der Ölpest. Produktion gestoppt. Reis ist ja hier noch. Weizen. Ach, warum habe ich denn hier Weizen? Weizen brauche ich da eigentlich gar nicht. Aber okay. Das ist Sirenen. Moment. Warum dieses Schiff? Warum hat es die Handelsroute verlassen? Warum? Weil ich die falsche Handelsroute gelöscht habe. Scheiße. Ich habe die falsche Handelsroute gelöscht. Ach, kein Wunder, dass jetzt keine Spirituosen mehr sind. Reis hier. Wie konnte ich nur? So, hier. Das ist hier die... So, da sind nämlich 53 Tonnen Spirituosen. Reis, eine ganze Menge. Und sonst noch was hier? Nee. Dann hier auf dieses Konto soll Reis gelagert werden und Spirituosen. Ah, jetzt ganz schnell. Ich werde dieses Schiff später beauftragen. Ich... Erstmal hier ganz schnell Spirituosen hin. Ganz schnell. Ganz schnell, bevor die ganzen Einwohner ausziehen. Geht schon runter hier. Das geht schon hier runter. Ich sagte hier fahren! Warum fährt er nicht? Schneller! Wir brauchen die Spirituosen. Komm schon. Ja. So, geliefert. Oh, ein Glück. Gerade so noch. So. Schiff hinzu. Welches Schiff ist das? Das ist Serena, genau. So, die Spirituosen wurden verladen. Nochmal gut gegangen, aber gut, dass ich das noch mitbekommen habe. Ach, Kolossus ist hergestellt. Cool. So, wenn ich die beiden schon mal zu Mr. Thorn bringe.
Habe ich dann wieder mehr Schiffseinheiten? Ach, das wäre super. Getränkevorräte gehen zu Ende. Ich hätte nicht nie mehr gedacht, dass ich hier so no eine more steile Karriere hinlege. So. Die zwei sind zwar da, aber das nützt nichts. Schade. Sehr, sehr schade. Na gut, dann wieder zurück mit den beiden. Dann müssen wir wirklich noch so viele Einwohner einziehen lassen, dass wir genügend Schiffseinheiten haben. Das heißt, wir werden hierhin Spiritose. So, hier gibt es aber kein Reisvorkommen. Kann ich irgendwo noch Reisvorkommen kaufen? Nee, das ist Gemüse. Ah, doof. Hier mal wechseln. Ach, ermöglicht die Einheit, eine verschmutzte Küste zu säubern. Für 10 Lizenzen, so viel haben wir. Sehr, sehr gut. Dann dieses Schiff jetzt mal bitte dort unten hin. Dann kann ich die Küste da säubern. Sehr, sehr gut. So, das Schiff ist da angekommen. 26 Tonnen Spirituosen. Das ist wirklich dann jetzt doch wieder eine ganze, ganze Menge. Und sobald wir die Küste dort gereinigt haben, denke ich mal, werde ich auch mal ein paar Spirituosen mal nach hier oben bringen. Die sagen im Fernsehen, dass wir kleinen Arbeiter der ganze Stolz der Firmen sind. Recht haben sie. Was wird denn da nicht hergestellt? Munition. Ach, Munition brauche ich alles nicht. Ich werde hier alles abreißen, was ich jetzt hier nicht brauche. Kohlekraftwerk. Kohle, Kohle. Werkzeuge. Na gut, Werkzeuge. Nee. Salzgewinnung auch nicht. Auch nicht. Das alles kann hier abgerissen werden. Hier Werkzeug. Muss halt nachschauen, was das da alles jetzt ist. Abfertigungsterminal. Keine Ahnung, was das ist. Hier eine zweite Werft brauche ich auch nicht. Moment. Ich werde die Werft nochmal kurz hinbauen. Ich werde die nochmal kurz hinbauen. Ah, hat dieselben Einheiten. Na gut. So, Eisen. Nee. Auch hier weg. Auch da mal weg. So. Das sind hier die ganzen Kohlekraftwerke. Kommt hier auch mal weg. Eins zumindest. Was ist denn das? Frachtlager. So, Frachtlager, okay. Ja. Ich muss halt schauen, was ich hier jetzt baue, was nicht. Und so sieht es eigentlich auch ganz gut aus. Ja, hier, das da kommt dann noch mal weg und das da auch. Okay. Dann sind wir jetzt hier angekommen, dann mal hier. Die Eden Evergreens sozusagen. So. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Obst, nee, danke. So, und dann hier mal bitte zu dieser Küste hin und dann wird das hier gesäubert. Ich denke mal, ich werde das Schiff auch gleich beim Problempunkt einsetzen. Und zwar hier ist ja das ganze Öl ausgetreten. Und dann werde ich das hier auch mal einsetzen. 3 Minuten dauert das, bis es fertig ist. Und dann ab dem nächsten Part werden wir uns darum kümmern, dass wir noch mehr Einwohner haben, dass wir das dritte Schiff herstellen können. So, und hier mal bitte so das Öl jetzt mal entfernen. So, wie sieht's denn hier aus? Ich denke mal ganz gut, würde ich mal behaupten. Ja. 31 Tonnen schwere Waffen, cool. Ja, wir haben ja eigentlich jetzt. Verbesserung der Ökobilanz. Sehr, sehr schön. Wir haben ja genügend schwere Waffen momentan. Was fehlt, ist Stahl. Stahl fehlt. Naja, es ist ja nicht so schlimm. Stahl ist ja hier noch momentan genügend. So, das ist ja hier noch im Einsatz. So, ich werde mal dieses Schiff mal hier pausieren und mal hier hinbringen. Und mal mit diesem Schiff mal Stahl auf meine Hauptinsel bringen. So, das machen wir jetzt hier noch in diesem Part. Und dann geht es im nächsten Part weiter. Ich werde jetzt ja auch eine Aufnahmepause machen. Und daher will ich halt das jetzt hier noch beenden, sodass ich das, damit ich halt im nächsten Part nicht daran denken muss, dass ich das noch machen muss. Wenn ihr versteht, was ich meine. Wenn ihr das nicht versteht, dann Pech.
So. So, 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 so. Beschädigter Atomreaktor. Ja, es macht eine ganze Menge Ökobilanz weg. Aber es ist ja bei dieser Insel da oben nicht so schlimm. So. Da. Das kramen wir jetzt alles für Aufnahmen. Aufgaben. Das da und das da. Genau. Warnung. Produktion gestoppt. Das Sägewerk ist nicht so schlimm. So. Dann mal bitte den Stahl hier hinbringen. Dankeschön. Und dann kann Arktik wieder die Verfolgung aufnehmen, sozusagen. Dann haben wir genügend Stahl. Brauchen wir halt nur noch jetzt die Schiffseinheiten. 5 Stück. Das schaffen wir auch noch. So. Das Schiff hier ist auch schon fast fertig. Na gut, fast. Dauert noch eine Minute. Diese eine Minute, die warten wir jetzt hier noch. Ölpestentwarnung, das ist sehr, sehr schön. Ölpestentwarnung ist immer schön. Aber das Schiff ist trotzdem noch nicht fertig. Aber ich kann es trotzdem... Ach so. Okay. Dann das Schiff kommt jetzt hier oben hin. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Nee, das ist jetzt... Ja, tut mir leid, jetzt habt ihr kein Bild mehr. Aber ich habe nämlich aus Versehen jetzt hier schon gedrückt, dass das Bild weg ist. Tut mir leid. Aber ich wollte jetzt ja eh die Abmoderation mal. Darum sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß euch noch. Schaltet wieder ein und bye bye.